Hallo zusammen, mein Name ist Enneke, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Und zwar lebt die Rebellion, meine Freunde. Wir müssen jetzt zu Unuratu sie befreien und wir haben ein richtig geiles Outfit gekriegt in der letzten Folge. Da sind wir ja aus der Höhle der Cheneto, sind wir geflohen. So, lass mal gucken, wo müssen wir hin? Da. Alles noch voll. Kann ich eigentlich was bauen? Nein. Gut, weiter geht's. So. Bin mal gespannt, wie das so wird. Ah, das Outfit sieht total gut aus. Gleich mal im Licht gucken. Oh ja, richtig schick. Gefällt mir gut. Okay. Let's go. Oh, voll schön. Sag ich wahrscheinlich in jeder Folge, aber ist halt so. Das war wahrscheinlich hier hoch und da hinten rüber oder so, ne? Geht das? Geht aus. Schätz mal schon, oder? Aber wir können auch gleich da hinten lang gehen, glaube ich. Ja, das wäre, glaube ich, einfacher. Hallo? So. Oh, da war was. Was war denn hier? Hallo? Da war... Da. So, dann haben wir das auch. 25 EP, Dankeschön. Was ist? Ach, ich kann nichts machen, ne? Naja. Moin. Oha. Ach du Scheiße. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Danke. So, meine Freunde, lass uns mal anfangen. Lass uns Unuratu zurückholen. So viele Gefallene. Oh Gott. Alter Schwede. Chachebanu chik in topikonop. Chenhum pelva telilut helbe shunahe. Beishan in tukul. Minano nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobby. Tokili u hets tantike. Beili kun uchulo. Hachwahelum binton utsil waminan kukulkantik wignalone? Alter Schwede. Alter, voller Schlachtgemetzel hier. Oh Mann. Kukulkanuk at ukantoon tulakaon. Yanulak mashma letin tukla. Hier sind die Gefangenen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Okay.
Wo muss ich jetzt hin? Doch dahin? Okay. Lagerfeuer, sehr schön. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Das ist wirklich ein Chaos. Okay, lass mal gucken. Präzision. Okay, dann haben wir das. Dann gucken wir mal hier. Fähigkeiten. Ein Fähigkeitenspunkt. Ah, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wollte ich mir sparen. Okay, da geht's weiter. Los geht's. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich wenn tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Dann lass mal schauen. Mal erstmal hier so ein bisschen sammeln. Boah, Alter. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Ich kann nirgends. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey. Es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Das werden wir tun, auf jeden Fall. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Hakans Rettung. Okay. Oh, lass mal schauen. Können wir hier noch was mitnehmen? Ja, alles voll. Ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Wir sollten ihn... Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Au. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukulkan hingerichtet. Niemand darf hinein. Es tut mir leid auch. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukulkan hingerichtet. Niemand darf hinein. Es tut mir leid auch. Ach, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Okay. Sind denn hier irgendwo Leute? Da. Moin.
Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. So. Da ist noch jemand. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Okay. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukulkan. Wie kann ich das machen? Niemand darf hinein. Es tut mir leid, auch. Wie kann ich das machen? Da ist noch jemand. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Sieg auch noch, findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon, sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Es ist sicher, hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Komm schon, komm schon. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Das müsste klappen. Hallo? Hallo? Boah, Alter. Echt jetzt? Ich kann nur einen von beiden nehmen, oder was? Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Scheiße. Boah, was ist denn jetzt los? Genug gebetet für den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. Warum hat der Diener ins Horn geschlagen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Komm schon, komm schon, komm schon. Bist du noch dabei? Sobald die Wachen weg sind, weiß ich, was zu tun ist. Alle ruhig bleiben. Versuchen wir es nochmal? Schneller diesmal. Hallo? Sehr geil. Danke, mein Freund. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich brauche Hilfe. Shit. Okay. Komm, 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 komm. Die Wachen sind weg. Wir müssen diesmal schneller sein. Los. Komm schon. Komm schon, komm schon. Zieh. Los, zusammen. Ja. Weg ist frei. Ja, danke schön. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Nein, wir kommen raus. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich.
Du bist die Fremde, die bei Unurato in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst gucken? Come on, lass uns raus. Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Ausgang ist blockiert. Ich hoffe weiter. Ich weiß, es gibt einen Weg. Und wo? Ich hoffe weiter. Ja. Hoffe weiter. Ich weiß, es gibt einen Weg. Aber wie? Ich hoffe weiter. Na komm schon. Ich weiß, es gibt einen Weg. Ich hoffe weiter. Wieso kann ich denn nicht mehr springen? Was ist denn das? Ich weiß, es gibt einen Weg. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Ihr. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es. Ja, geil. Verstecktes Messer bekommen. Sehr cool. So, jetzt lauf. Papa. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Das geht so einfach? Gerade noch zum Tode verurteilt und jetzt wieder so nach Hause. Okay, von mir aus. Schön, dass wir es geschafft haben. Jetzt lass uns zu Unurato. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Danke, meine Freunde. Okay, let's go. Puh. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und was sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Unurato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein.
Einen Schritt voraus! Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Okay. Jetzt verschwinde. Vor 400 Jahren. Ja, wo gehen wir jetzt hinterher? Lass mal die leckeren Dinger hier einsammeln. Und dann schauen wir mal. Yucateco. Oh no, Kukulkan. Kamim Boksaholal. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Das machen wir. Okay, wo ist dann hin? Da links. Moin. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Typ hier lang gegangen ist, ey. So. Oh, fuck. Komm schon. So, beim nächsten Mal machen wir's. Und... let's go. Scheiße, sie gibt nach. Was für ein Shit. Nein, 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 nein. Ich bin noch geschwommen. Alter, au. Ich bin noch gesprungen. Och, Leute. So. Achso. Und beim nächsten Mal. Und let's go. Scheiße, sie gibt nach. Jo, sehr schön. Das war knapp. Das war richtig knapp, ey. So. Komm ich hoch?
Nee, ich muss runter. Natürlich muss ich runter. Oh. Ich hoffe, das ist richtig. Yes. Schick, schick. So, da kann ich noch ein paar von machen. Wo muss ich denn jetzt lang? So, moin. Und Vogelnest. Muss ich denn jetzt hin? Ah, okay. Alles klar.